Ja, hallo liebe HC-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HCE-TV. Bei mir ist heute unser Keeper Nikolas Katsigiannis. Und ja, Nico, am Samstag wartet wirklich auf alle HC-Fans und vielleicht auch für euch, für die Mannschaft, das absolute Saison-Highlight. Wir spielen zu Hause gegen den THW Kiel um 20.30 Uhr. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft und was müsst ihr vielleicht am Samstag machen, um die Sensation zu schaffen? Ja, servus. Die Stimmung ist natürlich gut. Aufgrund der letzten Wochen, denke ich, kann man auch zufrieden sein. Mit dem THW Kiel vor der Brust ist es natürlich ein sehr schweres Spiel, aber auch mit das Einfachste, weil du keinen Druck hast. Man spricht natürlich über das Spiel und wenn man in den Medien liest, dass wir schon Zusatztribünen aufbauen, damit alle Fans auch Platz haben, dann ist es für uns gut zu wissen, dass die Stimmung wahrscheinlich noch lauter ist. Weil wenn man so in der Halle ist, dann ist es schon laut und mit Zusatztribünen und noch mehr Leuten, da freut man sich schon drauf, dass es ein cooler Abend werden kann. Was kommt denn jetzt aus spielerischer Sicht auf euch zu? Also wenn man den THW Kiel beobachtet, spielt er eine sehr starke Deckung. Was müssen denn deine Vordermänner machen, um vielleicht den Welthandballer Domagoj Duvnjak oder Steffen Weinhold auszuschalten? Ja, du sagst es richtig. Die haben natürlich mit Weinhold, Duvnjak, Pekeler, Winczek, Ekberg, das ist alles Weltklasse-Abwehrspieler. Die spielen eine hervorragende 6-0-Deckung. Wenn du das schaffst, die zu knacken, und es läuft, dann stellt Alfred einfach auf seine berühmte 3-2-1 um und dann wird es nochmal schwieriger. Haben viele Mannschaften mit Probleme. Tipps für meine Kollegen vorne habe ich nicht, weil es unglaublich beliebt ist, wenn du als Torhüter da Tipps für den Angriff gibst. Was ich sagen kann, ist, dass wir vielleicht gut hinten verteidigen, dass wir viele Bälle gewinnen, über erste, zweite Welle und schnelle Mitte vielleicht zu einfachen Toren kommen, damit halt die Jungs vorne im Angriff nicht so unter Druck sind. Du hast es vorhin angesprochen, ihr müsst eine gute Verteidigung auf die Platte stellen am Samstag. Wenn man dich jetzt auch speziell so ein bisschen beobachtet hat in Gummersbach oder auch in den Spielen zuvor, konntest du immer mit wichtigen Paraden wesentlich zum Erfolg deiner Mannschaft beitragen. Und wenn man sich zum Beispiel diese Doppelparade jetzt gegen Marvin Sommer am vergangenen Wochenende anschaut, stelle ich mir die Frage, was geht dir dann danach im Kopf vor? Oder auch während des Wurfs, während wichtigen 7-Meter-Würfen, was denkst du in solchen Situationen? Ja, bei dem 7-Meter-Speziell in Gummersbach ging es mir durch den Kopf, nachdem ich den ersten Ball gehalten habe, dass ich so schnell wie möglich wieder hochkomme. Aber das ist manchmal wirklich ganz schwierig und du hast nicht die Zeit. Dann versuchst du noch irgendeine Hampelbewegung zu machen und hoffst, dass der Spieler dich erwischt. In dem Fall war es halt so. Was halt das Besondere an solchen Geschichten sind, ist das Momentum, was dann so ein bisschen sowas ist. Eine besondere Parade, ist ein besonderes Tor, eine besondere Aktion in der Abwehr. Das pusht die Mannschaft, das kippt das Momentum immer auf die Seite von uns und das sind immer so besondere Momente im Spiel, die du gebrauchen kannst. Also diese Torhüterreaktionen, die passieren einfach, du denkst da einfach nicht nach und machst einfach, oder? Nein, du hast die Zeit nicht. Also das ist ja, das passiert ja in einem Augenaufschlag oder Zuschlag. Das sind einfach Sachen, wo halt die Reflexe übernehmen und meistens dann auch gute Sachen bei rauskommen. Genau, dass da wieder gute Sachen bei rauskommen, das hoffen wir natürlich auch für Samstag, dass du uns wieder ein starker Rückhalt bist oder besser gesagt deinen Vordermännern in der Abwehr. Was möchtest du denn den handballverrückten Fans noch für Samstag mit auf den Weg geben? Ja, das Gleiche wie immer. Also eigentlich viel Tipps, wie man sich in der Halle verhält, brauchen die eigentlich nicht, weil seid einfach so wie immer, gebt so viel Gas, wir werden das auch tun und dann haben wir hoffentlich einen schönen Handballabend. Bis Samstag.